Wir gehen mal weiter, ne? Ja, genau, ne? Sagt ihr auch. Gut, und jetzt hier mal wieder. Halt, stopp. Halt, stopp. Nein, doch nicht so. Doch nicht so. So, bitte. Das sieht niemand. Ja, es war ein sehr schönes Gespräch, sowohl über Toiletten als auch über irgendwas anderes, über was wir uns unterhalten haben, wie auch immer. Kann ich? Nee, das ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass die mich da hinten sehen. Schmeiß das mal hier ins Gebüsch. Und jetzt wird's interessant. Ah ja, ein Speicherstand, ganz wichtig. Es wird sehr, sehr interessant. Wie kommen wir an dieser Stelle da durch? Der da ist noch da. Die zwei sind noch da. Ah, genau, da dämmert es wieder dunkel. Ich weiß genau, was zu tun ist. Aufgepasst. Aufgepasst, aufgepasst, aufgepasst. Wir schleichen nämlich erstmal mit ihr dorthin. Dann warten wir. Deswegen muss auch der da weg sein. Jetzt erinnere ich mich wieder. Der da geht nämlich bis dorthin. Er würde den dann nämlich sehen, wenn ich ihn jetzt umbringe. Deswegen... Is that your shinobi friend? I am looking forward to making his acquaintance. Perhaps you and he can trade stories regarding your training and experience. A shinobi from Iga and a kunoichi from Shinano. It would be quite the exchange, I'm sure. Und das hat zum Glück niemand gesehen. Den konnten wir gerade noch so wegbringen. Es war zwar nicht ganz das Ziel, was ich vorhatte, aber die zwei sehen sich nämlich nicht gegenseitig. Überraschung, guten Abend. Warte, Moment, konnte der so weit hochsehen? Ich glaube nicht, oder? Sicherheitshalber warten. Ah, ganz knapp. Das heißt, hier herein. Ich habe eine Frage. Tut diese Nadel weh, wenn ich damit auf dich einsteche? Das nehme ich als ein eindeutiges Vielleicht übrigens. Freut mich, dass wir uns da schnell drüber unterhalten konnten. Schnell. Also eigentlich hätte das gerade im Blickwinkel sehen müssen, aber ein Glück lässt er sich von der Dame bezirzen und wir können hier in Ruhe arbeiten. Habe ich irgendwas zum Verstecken? Nein, das heißt, einmal schnell zur Brücke und die Schlucht voll machen mit ja, unnötigen Zeugen. Die schreien auch nicht, wenn sie tot runterfallen. Was für ein was für eine Erkenntnis. Schau mal, ich kann dir auch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte der tödlichen Haarnadel oder so ähnlich. Nichts Persönliches. Aber manche Sachen, weiß, die müssen einfach sein. Können wir die nicht einfach da runterwerfen? Hoppala. Jetzt hat sich der Junge irgendwie durch das Geländer gebackt. Das hatte ich so eigentlich gar nicht vor. Nun gut. Weg ist weg. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Kann ich denn hier... In der Hoffnung, dass wir nicht erkannt werden, aber ich denke, das sollte gehen, genau. Und auch hier gilt, auf Wiedersehen, schönen Flug. Die Wertedame haben wir noch hier an der Stelle. Der kann schon wieder viel zu weit sehen, der muss auch noch weg. Wie machen wir das? Also wir kommen ja schon ziemlich weit. Wir haben ja schon mal einen Großteil von dem... Das ganze Kloster ist ja eigentlich so gut wie leer. Wir könnten eigentlich auch das ganze Kloster gar leer machen. Ist aber natürlich nicht Sinn und Zweck unserer Aufgabe. Wobei, Moment, das... Nein, das war falsch. Dieses Mal habe ich die Escape-Taste, nicht die Windows-Taste gedrückt. Wo war das? War hier unten. Mal schnell schauen bei den Abzeichen. Leute, nicht die Glocke... Nein. Also diese ganzen Erfolge, die haben natürlich dann, oder wirken sich als, sag mal, als Bonus drauf aus. Die ganzen, nein, ich versuch's nochmal sinngemäß. Erst denken, dann reden, manchmal klappt's. Die ganzen Abzeichen, die spornen einen natürlich dann an, wenn man sagt, man möchte das Spiel oder die Abzeichen hier holen. Da gibt's natürlich auch Abzeichen, die sich untereinander ausschließen, deswegen dann mehrmals spielen, damit man auch alle Abzeichen bekommt, aber ich suche jetzt gerade ein bestimmtes Abzeichen, aber es gibt es hier, glaube ich, nicht. Was gab es in irgendeiner Mission oder sogar in zwei oder drei Stück? Ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Im Sinne von töte alle Feinde. Dann könnte man hier quasi einmal die komplette Karte leerräumen für dieses Abzeichen, aber so, da wir das momentan hier nicht vorhaben, können wir da erstmal ganz entspannt rangehen. Schade eigentlich, das wäre so ein Ding, das wäre genau nach meinem Geschmack. Einfach komplett einmal durch die Gegend schlachten und sich dabei nach Möglichkeit nicht selbst umbringen lassen. Wäre genau mein Ding, bin ich ganz ehrlich. Halt, ich weiß, wie ich das mache. Stopp, bleib bloß hier stehen. Hat sie gerade guten Tag gesagt? Warte mal. Moment. Quasi für mich als kleine Memo nach der Aufnahme. Hat die gerade guten Tag gesagt?
Ist das neu? Habe ich mich gerade verhört? Habe ich gerade irgendwas gehört, was ich hören wollte? Das verwirrt mich gerade sehr. Ich muss hier mal schnell schauen. Okay, gut, zu dieser Aufnahmezeit muss ich ungefähr mal ganz genau rein. Das habe ich ja noch nie. Verrückt. Sehr verrückt, aber okay. Moment, der da sieht das nicht, ne? Das wollte ich ursprünglich nachschauen. Nein. Das hat niemand gesehen. Der Hut liegt da drin. Ich könnte schwören, die hat gerade guten Tag gesagt. Das verwirrt mich gerade sehr. Sehr, sehr verwirrt mich das. Aber okay. Wir lassen meine Verwirrung mal Verwirrung sein. Wir müssen hier mal weitermachen. Du ziehst dich mal wieder um. Wir quatschen mit dem da hinten. Und danach können wir mit Mugen den da wegräumen, theoretisch. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. I am embarrassed to ask, but I cannot. No, there's the waterfall. The Kuma-san must be close. From what you have told me, he enabled your victory in Osaka Castle. We could not have done it without him. I never thought I would get the chance to thank him. We will both thank him once we have freed him. So schnell wird man die zwei hier auch los. Oh, ich dachte, die schlagen im Wasser auf, da fallen sie einfach mal durch die Map durch, macht nichts. Weg ist weg, getreu dem Motto, aus dem Auge, aus dem Sinn. Hier drüben sind noch ganz viele Patrouillen, die müssten wir eigentlich auch noch irgendwie wegmachen. Aber wie? Oh ja, das wird nochmal sehr interessant. Und hier stehen auch nochmal zwei Leute, die sollten wir eigentlich auch mal vorher... Warte mal, war das hier? Ah ja, das war hier. Meine Freunde, kann ich alle zwei ansprechen? Lass mich doch hier mal... Würdest du mich bitte durchlassen? Der lässt mich durch, der lässt mich auch durch. Jetzt könnte das klappen, wenn ich jetzt mit Mugen sage, wir gehen da mal durch. Vielleicht klappt das ja. Ich möchte ja bloß alle potenziellen Gegner hier erstmal noch wegräumen, wenn die schon so wie auf dem Präsentierteller stehen. Einmal speichern und... Ah, wohl, das sieht mich hundertprozentig. Nein, es sieht mich doch nicht. Aber sie bedankt sich sehr freundlich fürs Gespräch. Ja, der wird zwar gerade nebenbei von oben bis unten, wahlweise von links nach rechts aufgeschlitzt, aber sie kann die Regeln der Höflichkeit. Alles klar, wunderbar. Es ist ja ein Traum. Okay, aber an dieser Stelle, wir haben... Ach, genau, dieses Ding habe ich gesucht. Das müsste das hier sein, was mir noch fehlt gerade in meiner Suche hier. Weil dadurch müssten wir unter diesen Komplex durchkommen, weil da will ich nämlich ursprünglich hin. Wir gehen dann nämlich rein. Genau, und jetzt haben wir hier... Na, wirst du wohl zurück auf die Dame fokussieren? Ich danke dir. Verschiedene Möglichkeiten, hier herauszugehen. Da patrouillieren welche, da stehen auch welche Wache. Wir können nämlich hier erstmal rausgehen. Ganz unauffällig. Also unauffällig, wie es für uns eben geht. Die Zivilisten beachten uns erstmal nicht weiter. Das heißt, das sieht niemand. Wir sprechen mal schnell mit ihm hier. Jetzt habe ich gerade voll in den Dialog rein gespeichert, ne? Na, ist egal. Der sieht das, wenn ich das jetzt hier mache. Verschwinde, gut. Kann ich mich hier schnell umziehen, ohne dass es einer sieht? Zack, ganz schnell geht das. Genauso schnell wie Mugen vorhin, die eine Rüstung angezogen hat. Da war ich auch sehr begeistert, dass er das wirklich so schnell machen kann. Ja, es tut mir jetzt leid, aber wir müssen auch diese hier, glaube ich, einfach mal loswerden. Gut, klar, man könnte sie leben lassen, aber... Nun ja. Wenigstens schmeiße ich sie nicht wieder, wie gesagt. Dafür komme ich mir immer noch ein bisschen räudig vor, wenn ich gerade ganz ehrlich bin, dass ich die eine da vorhin oben einfach mal eiskalt... Ja, bewusstlos entsorgt habe, aber das, ich habe das Gefühl, das wird sich noch rächen. Aber gut, keine Zeugen, das heißt, niemand hat etwas gesehen und ohne meinen Anwalt sage ich quasi gar nichts. Oh, muss ich jetzt hier? Ich glaube, dazu werde ich auch Mugen brauchen, das heißt, du kommst gleich mal hier hereingerannt. Denn den Strohhut kann man bloß drehen mit Aiko, das heißt, wir werden den anderen Soldaten, der da hin und her läuft... mit dem großen Kerl direkt angreifen müssen. Aber dazu müssen wir hier oben erstmal den anderen ausschalten. Der könnte uns nämlich sehen. Der war doch hier gerade irgendwo. Schön. Stopp, 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 stopp. There are more guards than monks and pilgrims combined.
Clearly the gods are not masters of this temple. An elegant death. Und dann lassen wir ihn hier ebenfalls verschwinden. Hinfort mit dir. Nochmal verkleiden. So langsam aber sicher, wie gesagt, bin ich wieder drin. Die vierte Mission von insgesamt 12 oder 13, glaube ich. Also wir sind ja noch quasi so gut wie am Anfang. Keine Hektik, kein Nichts, alles gut. Wir werden hier mal runterquatschen mit dem Strohhut. Und dann muss ich hier drüben die Patrouillen auch wieder im Auge behalten. Wer sich da umdreht und wer nicht. Na, nicht jetzt hier an mit dem Strohhut kuscheln, du sollst bloß, genau. Das war jetzt sehr peinlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das besser funktioniert, aber ist okay. Nein, den kann ich nicht angreifen. Das ist nicht klug, das ist gar nicht klug. Wir warten, bis der wieder hier vorankommt, hier hochgeht, aber die kann auch nicht so weit sehen, ne? Ist okay, egal, dadurch, dass die gerade in diese Richtung laufen, müssen wir quasi... Kann ich den mitnehmen? Natürlich nicht. Stopp, stopp, stopp. I will be silent. I am busy. These rocks might prove useful. I could throw them on unsuspecting opponents. I am eager to hear the story surrounding this particular battle strategy. Stimmt, das könnte man eigentlich tun, warte. Das könnte man doch hier eigentlich tun. Oh, das ist sehr schön. Und hier... Und, testen wir es aus. Wir testen es aus. Also es war mal mit Abstand die dümmste Aktion, die ich jemals gesehen habe. Wieso... Och, jetzt... Gut, okay, wir müssen das auch nochmal machen, aber wieso hat er denn jetzt nicht den Felsen einfach von da oben geworfen? Gut, wir hätten auch den Stroh nicht gleichzeitig ausschalten müssen, da war vielleicht auch ein Fehler drin, aber... Das, ja, gut, dann laufe ich einfach mit dem Felsen mal die Riesentreppe runter, warte, bis der eine da noch rausgeht, damit er erst recht nicht getroffen wird. Mein lieber Mugen, das war taktisch sehr, sehr unklug. Und das sage ich als der größte Dödel, was so Taktiken und Techniken angeht. Den nehmen wir mit. These rocks might prove useful. I could throw them on unsuspecting opponents. I am eager to hear the story surrounding this particular battle strategy. Ich habe jetzt einfach mal zwischendrin gespeichert. Wir haben ja das schon mal gehört. Kann ich das jetzt machen, ohne dass da wieder... Moment, sehen die mich da drüben? Schnell hinterm Stein verstecken. Und jetzt aber. Genau, es hat niemand gesehen. Und müssen wir ihn verstecken. Und ihn müssen wir auch verstecken. Nur zur Sicherheit. Meine schöne Dame, geh doch mal schnell nach da hinten, schau mal, was wir da noch aufmachen können für ein Versteck. Ein weiterer Geheimgang, glaube ich. Oder einfach nur ein Versteck. Aber das ist auch okay. Hauptsache, uns sieht niemand. Gut, das interessiert, kann das hier rumliegen. Das sind also mit solchen Kollegen, da wundert es mich nicht, dass hier überhaupt nichts mehr funktioniert. Das ist ja einen riesigen Felsen draufgeschmissen und keinen interessiert's. Da kräht quasi nicht mal der sprichwörtliche Hahn nach den Leuten. Das ist schon sehr, sehr tragisch. Hier mal in die Verkleidung schmeißen. Und jetzt sind wir doch langsam schon an der Position, wo man sagen könnte, wir nähern uns dem... Ach du Schande, kann der weit schauen? Kann der hier auch runter? Schande, da müsste man ein genaues Fenster erwischen. Und bei dem da war jetzt nicht. Okay, Mädel, du musst hier hoch. Wir müssen diesen komischen Strohhut irgendwie ablenken. Diesen Strohhut irgendwie ablenken. Wie weit kann der schauen? Okay, der kann nicht darüber schauen. Das heißt, wir brauchen... Ich brauche Mugen dort oben. Das heißt, es dauert ja noch ein bisschen länger. Ich muss jetzt in der nächsten Runde den erstmal dort hochbringen. Und dann muss ich schauen, der kann... Wie weit kann der sehen? Der kann... Wir können die zwei hier abfangen, das müsste gehen, weil das sieht hier keiner von denen, oder? Kann der das da hinten sehen? Wir schauen mal. Wir schleichen jetzt mal in diese Richtung, dann möchte ich Mugen von da drinnen da hochschlagen lassen. Nee, der erkennt gar nichts, das ist gut. Damit kriegen wir diese Patrouille schon mal. Mugen, geh bitte sofort hier rein. Du quatsch den da noch ein bisschen zu, das finde ich okay. Und da kommen sie nämlich wieder angelaufen.
Wir müssen bloß schauen, dass wir hier quasi am Rande rauskommen, wo uns niemand sieht. Das müsste dann eigentlich funktionieren, wenn wir genau hier angreifen. Nochmal speichern, sicherheitshalber. Und. Ja, es hat funktioniert. Bis jetzt haben sie auch niemanden entdeckt. Es hat funktioniert. Eine Patrouille sind wir losgeworden. Puh, besser als ich dachte, dass es funktioniert. Besser als ich dachte. Okay, alles klar, alles klar. Jetzt ein bisschen Konzentration zum fast schon Endspurt. Wie kommen wir hier noch gerade durch? Sekunde. Der würde sehen, wenn ich mich an dem da vergreife. Die zwei unterhalten sich auch. Da kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Das wird so nichts. Die da müssten noch weg. Der da müsste weg. Der kann da auch überall hinsehen. Wobei nicht überall hin. Da müsste ich Mugen aber irgendwie auch da hochkriegen. Aber es sind auch bloß die zwei da weg. Das bringt uns auch nicht so viel, obwohl. Okay, pass auf, wir testen das mal. Mugen, du kommst hier hoch. Dann kriege ich aber bloß die zwei Leute da im Idealfall weg. Kann ich das auch da hinwerfen? Warte mal. Sieht der das? Nee, sieht er nicht, ne? Es ist zu wenig. Schade. Ah, aber hier habe ich es doch gerade gesehen, oder? Moment. Ist das jetzt noch ausgegraut oder ist das ausgegraut schon halbgrün oder erkennt er das da? Ich möchte nämlich mal was ganz Genaues testen hier an der Stelle. Habe ich hier irgendwo noch einen Felsen rumliegen? Ich glaube nicht, ne? Aber der Samurai, würde der das... Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, es war hier an dieser Stelle. Jetzt versuchen wir es nochmal. Das dahin werfen, vorher speichern. Als ob das niemand gesehen hat. Und als ob die Geräusche niemand gehört hat. Ihr seid schon echt miese Leute. Also ich kann euch echt nicht mehr sagen, außer dass ihr echt miese Leute seid. Ah, nein, der steht genau so da, dass ich den nicht erwische. Während die sich mit dem unterhalten, aber während der hier sich hin und her dreht... Während der sich hin und her dreht, sieht er den nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, an diese Stelle, Okay, gut. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass das wieder funktioniert. Jetzt können wir nämlich hier sagen... Hallo. Ich wollte schon sagen, macht doch den einfach mal weg. Das hat wieder zu lange gedauert. Wird er entdeckt? Ich weiß es nicht. Bitte sag nicht, dass er so weit sehen kann. Puh, war das knapp. Das war sehr knapp. Das war nicht gewollt. Das war sehr knapp. Das war fast zu hektisch. Kann ich den nicht einfach hier runterwerfen? Nein, wir müssen dazu... Kann ich den hier wirklich nirgendwo? Gut, dann ziehen wir den einfach mal ganz unerfahren. Ach nee, halt, hier ging es gerade. Na, ist egal. Komm, weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem. Einfach ins Gebüsch, genau. Einfach ins Gebüsch. Zack. Weg mit dem Kerl, alles gut. Okay, wunderbar, wunderprächtig. Aber so wie ich das sehe, müssen wir mittlerweile wieder an dem ein oder anderen Folgenende angekommen sein. Und das heißt für mich, ich werde jetzt hier trotzdem mal eine kleine Pause machen. Wir speichern hier nochmal. Was haben wir fürs nächste Mal denn zu tun? Wir müssen die zwei noch irgendwie ausnocken. Der muss noch weg. Und dann müssen wir den Samurai noch wegboxen. Und nach dem Samurai... müssen wir quasi unseren Takuma befreien. Dann müssen wir wahrscheinlich schauen, dass wir schleunigst hier abdampfen. Okay, macht soweit Sinn. Eine sehr, sehr schöne Karte, wirklich sehr schön. Hier hinten waren wir noch nicht weiter, aber wie gesagt, wir haben ja alle wichtigen Ziele erfüllt soweit. Wir können hier nochmal schnell reinspicken. Nein, nicht hier, sondern hier. Nö, das ist alles, was wir machen müssen. Genau, gemeinsame Flucht, die dann ansteht. Nee, alles klar, gut, dann mache ich hier mal einen Cut, sage... Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme wieder und bis dahin wünsche ich einfach mal einen schönen Resttag. Genau, einen schönen restlichen Tag und eine schöne restliche Woche oder eine schöne neue Woche, einen schönen neuen Tag, wie auch immer und wann auch immer das hier geht.
gesehen oder gehört wird. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.